Darf ich mich bewegen, wenn ich einen Tennisarm habe oder einen Tennisellbogen? Und gibt es eine in Anführungsstrichen korrekte Position, Haltung der Unterarme, Ellenbogen und Handgelenke? Genau das hat mich ein Leser gefragt, der unter einem Tennisarm leidet. Und ich möchte euch diese Frage hier in diesem Video beantworten. Fangen wir an mit der Frage, darf ich mich bewegen, wenn ich einen Tennisarm habe? Weil der Leser hat mir geschrieben und hat gesagt, ja, wenn ich mich bewege, im Gartenarbeit zum Beispiel, da merke ich schon, während der Arbeit, während dem Bewegen sind die Schmerzen etwas stärker, werden danach aber tendenziell besser. Das ist ja eigentlich schon mal ein super gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass der Tennisarm noch nicht wahnsinnig weit fortgeschritten ist oder sich es um keine extremen Entzündungen oder extremen Verspannungen im Unterarm handelt bisher vielleicht, ja, weil die Bewegung zu einer Mehrdurchblutung führt und während der Bewegung, während der Aktivität tut es ein bisschen mehr weh. Ja, das ist klar, weil die Entzündung hier an den Ursprungssehnen der Handgelenksstrecker, das wird hier alles ein bisschen gereizt, wenn man Greifarbeiten macht, im Garten zum Beispiel. Gleichzeitig wird natürlich aber auch die Muskulatur und auch dieses Gewebe hier etwas besser durchblutet. Entzündungsmarker können abtransportiert werden und dann führt das auch dazu, dass die Schmerzen hier, wenn die durch die Entzündung, also durch einen Nozizeptorreiz ausgelöst werden, dass die etwas weniger werden. Ganz wichtig, wenn ihr jetzt einen Tennisarm habt, hört hier auf euren Körper. Es könnte genauso gut sein, dass ihr Gartenarbeit macht, ihr hebt etwas, ihr müsst irgendwo feste zugreifen und die Schmerzen werden für einige Tage viel schlimmer und es tut wahnsinnig weh. Dann ist es ein Zeichen dafür, dass es viel zu viel war. Deswegen habe ich eben auch gesagt, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil es ein Indiz dafür ist, dass der Tennisarm nicht ganz so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, drastisch ist. Bewegung ist immer gut, auch wenn ihr einen chronischen Tennisellbogen habt, ja, also eine laterale Epikondylitis. Bewegt euch trotzdem, aber immer nur in einem Ausmaß, dass die Schmerzen nicht langfristig verschlimmert. Wenn die kurzfristig ein bisschen schlechter werden, um aber dann in den nächsten Stunden oder am nächsten Tag besser zu werden, ist alles okay. Wenn die Schmerzen über ein paar Tage hinzunehmen, ist das ein schlechtes Zeichen, dann habt ihr die Muskulatur und einfach in dem Fall überlastet, über das Maß hinaus, was sie im Moment vertragen würde. Kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es eine richtige Handhaltung? Was hat der Lisa gefragt? Ja, gerade oder gebeugt im Handgelenk, auf den Tisch gelegt, angewinkelt die Arme, etc. pp. Nein, die gibt es nicht, jedenfalls nicht meiner Meinung nach. Ich glaube, hier sollte man die Kirche absolut im Dorf lassen. Ja? Und es zeigt einfach nur, wie viel Gedanken sich viele Leute machen, die unter chronischen Schmerzen leiden oder unter akuten Schmerzen hier am Ellenbogen und vielleicht einen Tennisarm haben. Ja? Die haben wahnsinnig Angst vor dem Schmerzen und denken sich, soll ich jetzt vielleicht die ganze Zeit meine Hand in der Position halten oder der Position? Soll ich die Bewegung vermeiden und die Bewegung vor allem ausführen? Ja, denkt da gar nicht so viel drüber nach, das ist absolut unnötig, das führt nur dazu, dass ihr wahnsinnige Kompensationsmuster und Schonhaltungen auffahrt, die ihr euch dann im Laufe der nächsten Monate wieder abtrainieren müsst. Das ist überhaupt nicht zu empfehlen. Ich gebe euch folgenden Tipp: Bewegt euch ganz normal weiter wie zuvor, ganz normal und ignoriert den Schmerz. Nicht provozieren, aber ignoriert ihn. Das heißt, wenn ihr eine Bewegung macht und der Schmerz kommt, nehmt das wahr, okay, das mag mein Körper, mein Ellenbogen in dem Moment nicht oder in der Woche oder in dem Monat, das lasse ich bleiben. Dann blendet den Schmerz aber wieder komplett aus und versucht euch einfach auf so eine Art und Weise zu bewegen, dass es euch nicht schmerzt. Auf keinen Fall Schonhaltungen auffahren und überlegen, ich bewege mich jetzt nur noch hier in diesem Ausmaß oder in dem Ausmaß. Das ist ganz schlecht. Auf keinen Fall. Lasst hier die Kirche im Dorf und bewegt euch ganz normal weiter. Wie gesagt, nur nicht die Schmerzen provozieren. Wenn sie da sind, ignorieren und weitermachen mit einer etwas geringeren Intensität, sodass es nicht wehtut. Ich hoffe, dass ich die Frage damit beantworten konnte und vielleicht auch noch einigen anderen von euch weiterhelfen konnte. Falls ja, würde mich das freuen. Dann würde ich mich natürlich ganz herzlich bedanken über einen Daumen hoch für das Video oder für ein Kanalabo natürlich. Wenn ihr noch Fragen habt, zack, nach unten rein damit in die YouTube-Kommentarfunktion. Ich wünsche euch eine gute Besserung, eine wunderschöne Zeit und sage Servus.